Seit dem 1. November 2022 ist die sanierte Oberschule Geschwister Scholl in Freital-Heinsberg nach dreijähriger Bauzeit für den Schulbetrieb freigegeben. Am 22. März 2023 fand nun die offizielle Feierstunde zur Einweihung statt. Begrüßt wurden die Gäste durch den neuen Schulleiter Nick Lichy, der das Wort dann an Oberbürgermeister Uwe Rumberg übergab, und auch das Landesamt für Schule und Bildung, vertreten durch den Standortleiter Dresden, Herrn Hagenkettner, überbrachte Grußworte. Hier einige Ausschnitte aus den drei Reden. Wir feiern heute alle gemeinsam einen großartigen Anlass. Wir haben eine nagelneue Schule. Lassen Sie mich ganz konkret machen. Wir haben ein komplett saniertes und hochmodernes Schulgebäude bekommen, welches den aktuellen und künftigen Herausforderungen absolut gewachsen ist. Was dieses Sanierungsvorhaben für ein Mammutakt war, zeigt ein Blick in die Vergangenheit, habe ich Sie haben es ja schon gesagt. Einstimmig hat unser Freitaler Stadtrat im September 2017 eine Grundsatzentscheidung zur Sanierung der letzten, in Anführungsstrichen, weitestgehend unsanierten Schule in unserem Stadtgebiet Freital-Heinsberg beschlossen. Was folgte, war eine zweijährige Planung, bis sich dann ab 2019 eine dreijährige Bauphase anschloss, in welcher das Schulhaus mit Rückbau, Umbau und Anbau saniert und erweitert wurde. Der Schulhauskörper sollte dabei an dieser Seite hier und auf der Rückseite angebaut werden. Das ehemalige Dachgeschoss wurde aufgestockt und in ein weiteres Staffelgeschoss erweitert. Der Plan war klar, aber die Herausforderungen in ungeahnten Dimensionen taten sich auf. Realisierung des Erziehungs- und Bildungsauftrages und das auf einer lärmenden Baustelle eingeschränkte Lehr- und Lernbedingungen, Unterricht in Container oder in Ausweichklassenzimmern in der benachbarten Grundschule, permanente Wechsel zwischen den Schulgebäuden und mobilen Raumeinheiten. Egal wie das Wetter war, Schulalltag wurde quasi neu definiert. Ich möchte nicht alles wiederholen, was Herr Oberbürgermeister und Herr Schulleiter Lichy gesagt haben. Was allerdings wichtig ist an der Stelle zu sagen, ist auf alle Fälle mein ganz herzlicher Dank an die Stadt Freital, an die Stadträtinnen und Stadträte für die Beschlüsse. Es gibt heutzutage politisch gesehen sehr einstimmige Beschlüsse. Das spricht für Sie und für Freital. Mein ganz herzlicher Dank an die Bauleute, an alle Architekten, an alle, die an diesem Bau beteiligt gewesen sind. Und ich sage in der mir gebotenen Offenheit und Klarheit, sind Sie froh, dass Sie den Bau fertig haben? Sind Sie richtig froh, wenn das 11 Millionen gekostet hat, kostet das vielleicht in 5 oder 10 Jahren 15 oder gar 20 Millionen? Die Schülerinnen und Schüler gestalteten zu dieser Feierstunde ein anspruchsvolles, buntes Programm mit Gedichten, Tanz und Musik, wie dieses Instrumentalstück auf der Bratsche, vorgetragen von Veronika aus der 5b. Genau vor einem Jahr durfte sich FRM-TV ein Bild von der Baumaßnahme verschaffen. Der Rundgang durch das Gebäude zeigte noch eine riesige Baustelle, es war noch so viel zu tun. Neben nicht aufholbaren Corona-bedingten Verzögerungen spielten auch personelle Probleme und die unkalkulierbaren Lieferengpässe bei den Firmen eine Rolle. Die Gesamtfertigstellung der Maßnahme mit dem Bau der Außenanlagen, dem Abschluss des Kellergeschosses, von Nebenräumen und der Küche sowie der Komplettierung der Fassade des Gebäudes sowie Restleistungen im Gebäude zogen sich dann bis ins Jahr 2023. Die Oberschule Geschwister Scholl war die letzte unsanierte schulische Einrichtung in Freital. Sie ist zu einer zeitgemäßen, zweizügigen Oberschule mit 12 Klassenräumen, Fachkabinetten, Sozial- und Funktionsräumen umgestaltet worden. Das Gebäude erfüllt aktuellste Anforderungen an Lüftung, Energetik, Brandschutz und Barrierefreiheit. Die Investitionskosten belaufen sich auf rund 10,5 Millionen Euro.
Die Schulsanierung wurde vom Freistaat und Bund mit Fördermitteln für Investitionen zur Schaffung und Sanierung sowie den Umbau und die Erweiterung von Schulgebäuden maßgeblich unterstützt.